Jan Dworczak, Trainer bei Martins von Mutschbach. Herr Dworczak, Sie sind schon am Feiern. Wie sind die Emotionen? Ja, wir freuen uns über den Pokalsieg. Haben jetzt lange drauf gewartet bis aufs Finale. Und wir sind mega glücklich, dass wir das für uns entscheiden konnten. Ja. Wie hat man es heute schaffen können? Ja gut, wir wussten, dass Krötzing eine gute Truppe hat. Wir haben versucht, schnell nach vorne zu spielen, über die Außen zu kommen. So haben wir letztendlich auch das erste Tor erzielt. Und wir haben es kompakt verteidigt dann am Schluss. Ja, hatten noch weitere Chancen, den Sieg höher zu gestalten. Aber ja, es blieb leider beim 1-0. Das letzte Spiel gegen Krötzing, das war ja ein Auswärtsspiel, hat man mit 0-5 für sich entschieden. Hat man sich da in der Favoritenrolle heute gefühlt? Nee, weil Pokalspiele sind immer was Spezielles und wir wussten, das Spiel fängt bei 0-0 an. Krötzing ist auch eine starke Truppe. Die haben gute Einzelspieler mit Marvin Ritschel vorne drin, der immer für ein Tor gut ist. Und deswegen, wir haben das Spiel angenommen wie jedes Spiel. Wir gehen mit 0-0 da rein und wir versuchen dann jedes Spiel zu gewinnen. Was bedeutet dieser Pokal für Sie? Ja, es ist eine einmalige Geschichte. Wir waren mit der zweiten Mannschaft das erste Mal im Pokalfinale. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal eine zweite Mannschaft ins Pokalfinale geschafft hat. Und für den Verein ist es natürlich auch ein Aushängeschild, weil die erste Mannschaft ist vor ein paar Jahren gescheitert hier gegen Edlingweier. Und wir konnten das im Prinzip revidieren. Wir haben jetzt den Titel für den Verein geholt und das ist eine super Sache. Ja. Das nächste Ligaspiel ist nahezu bedeutungslos, weil tabellarisch für Sie nichts mehr zu machen ist. Wie geht man trotzdem in das Spiel rein? Ja gut, wir gehen auch in dieses Spiel rein, um es zu gewinnen, ganz klar. Es werden mit Sicherheit viele oder einzelne Spieler spielen, die jetzt in der Runde nicht so viele Einsatzzeiten hatten, um auch unsere Spieler für die Relegationsspiele zu schonen. Aber wir wollen auf jeden Fall das Spiel gewinnen, zumal es auch ein Derby ist gegen Söhrling. Das hat immer eine gute Präsenz und ja, deswegen wollen wir das natürlich vor heimischer Kulisse auch noch dann für uns entscheiden. So, da kam jetzt die obligatorische Bierdusche. Relegation, was denken Sie, wie da die Chancen sind? Ja gut, Relegation, es sind zwei Spiele. Wir versuchen beide Spiele zu gewinnen, ob es jetzt gegen DJK Mühlberg ist oder gegen Germania Neureuth. Wir haben ja gegen Mühlberg schon im Pokal gespielt und wir wissen, was da auf uns zukommt. Auch sind beide spielstarke Mannschaften. Neureuth natürlich sehr guten Angriff, auch schon über 100 Tore geschossen. Müssen wir dagegen halten, ganz klar. Und wir wollen natürlich beide Spiele für uns entscheiden, dass wir dann den Aufstieg letztendlich noch schaffen können. Kurzes Saisonfazit vorab. Ja, ich bin mega stolz auf meine Mannschaft, wie sie die Saison durchgespielt hat, auch wenn es letztendlich nur zur Relegation gereicht hat. Aber wir sind noch voll dabei und jetzt geben wir in den letzten zwei Spielen nochmal alles, dass wir unsere Ziele noch erreichen. Herr Dworczak, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank auch.